Okay, wunderbar. Dann beginnen wir. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, willkommen zum heutigen Webinar. Es freut mich, dass ich heute über 120 Teilnehmer begrüßen kann. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin nervöser als bei einem Live-Auftritt. Es ist doch mein erstes Webinar, das ich leite. Es ist ein Auftakt einer ganzen Webinarreihe zum Thema Direktbuchen, und zwar über die nächsten 3 Wochen. Jeweils dienstags um 9 Uhr. Die derzeitige Krise ist eine Disruption, die den Tourismus im Markt trifft. Und zwar nutzen wir aber auch die Chancen, nun Direktbuchungen zu stärken und dem Konsumenten zu zeigen, dass Direktbuchen immer der beste Deal ist. Auch haben wir in der Krise erlebt, wie die Buchungsplattformen mit den Hotels umgehen. Hotellerie Suisse wird dieses Jahr auch an die Öffentlichkeit gehen und eine Kampagne für Direktbuchungen aufziehen unter dem Motto: Nur wenn du direkt beim Hotel buchst, bekommst du den besten Deal. Heute zum Auftakt stehen das Revenue Management und die Preisgestaltung während der Corona-Krise und die Möglichkeiten für mehr Direktbuchungen im Fokus. Präsentiert wird das Thema durch Sebastian Küchler von Swiss Hospitality Solutions. Der Ablauf des Webinars sieht wie folgt aus. Es gibt eine Präsentation von rund 30 Minuten. Anschließend folgt eine Diskussion mit Fragen und Antworten, ca. 15 bis 20 Minuten. Wir haben also genügend Zeit für Fragen. Während der Präsentation selber sind die Teilnehmer des Webinars stumm geschaltet. Die Fragen können im F&A oder Q&A-Chat unten im Balken gestellt werden. Der Referent liest dann in der Fragerunde die Fragen jeweils vor der Beantwortung vor. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie technische Probleme haben, über den Chat sich bei uns zu melden. Bitte beachten Sie auch, das Webinar wird von der Begrüßung bis zur Umfrage aufgezeichnet. Die Teilnehmenden sind jedoch anonymisiert. Es werden also keine Namen und Gesichter von Ihnen in der Aufzeichnung erscheinen. Das aufgezeichnete Webinar wird im Anschluss unseren Mitgliedern auf pipsi.com, unserer neuen Weiterbildungsplattform, zur Verfügung gestellt. Eines ist sicher: Wir haben im Moment kein Preisproblem, sondern ein Nachfrageproblem. Also nützen auch keine Preisrabattschlachten, um die nicht vorhandene Nachfrage zu stimulieren. Welches ist also die richtige Preisstrategie in den nächsten Wochen und Monaten? Sebastian, wir sind alle gespannt auf deine Ausführungen. Der Screen gehört dir. Vielen Dank, Thomas, für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle. Es freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Und ich würde vorschlagen, wir legen gleich los und verlieren keine Zeit. Ich gebe Ihnen gleich die Präsentation frei. Einen Moment. Perfekt. Ich glaube, Sie sollten jetzt die Präsentation sehen. Es wird in den nächsten 30 Minuten um das Thema Revenue Management während und nach der Corona-Krise und mögliche Direktbuchungen gehen. Vielleicht kurz einige Worte zu mir. Mein Name ist Sebastian Küchler. Ich bin jetzt seit über 5 Jahren bei Swiss Hospitality Solutions tätig und coache da Hotels in den Bereichen Revenue Management, Online-Distribution, Technologie und vor allem im Bereich Dynamic Pricing. Wie Sie sehen können, treibe ich sehr gerne Sport. Ich bin viel auf dem Mountainbike anzutreffen, bin nebenbei noch Fußballschiedsrichter und spiele auch turniermäßig Beachvolleyball. Kurz zum Team SHS also Swiss Hospitality Solutions. Wir sind mittlerweile 9 Angestellte bei Swiss Hospitality Solutions. Jetzt auf dem Foto, welches Sie sehen, ist Alejandra und Ömer noch nicht dabei. Da fehlen noch die Teamfotos. Und wie die meisten wohl wissen, hat Wilco Weber uns verlassen in Richtung Kempinski nach Genf. Wir machen primär Hotel-Coaching, Hotelberatung.
aber gleichzeitig mit der SAS Academy auch Weiterbildung, wie jetzt in dem Rahmen, in dem wir uns befinden. Das kurz als Einleitung zu mir als Person und zu Swiss Hospitality Solutions. Aber jetzt möchte ich euch zeigen, was in den nächsten 30 Minuten geplant ist. Wir werden zuerst über das Thema Preisgestaltung sprechen, dann das Thema Restriktionen genau anschauen gemeinsam, über die Märkte sprechen und zu guter Letzt die Distribution anschauen. Zu der Preisgestaltung. Die Corona-Krise hat ja unsere Branche besonders hart getroffen. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit den Preisen? Zum einen während des Lockdowns und dann auch nach dem Lockdown, der jetzt noch nicht so genau terminiert ist. Wir haben vom Bundesrat eine Exit-Strategie erhalten, aber ich glaube, dass da auch der Bundesrat die Maßnahmen, die sie jetzt kommuniziert haben, einmal umsetzen, beobachten müssen und dann auch flexibel wieder abändern werden. Das heißt, wir müssen als Anbieter auch flexibel bleiben und schauen, wie sich die Lage entwickelt. Zur Preisgestaltung jetzt während des Lockdowns. Wir hatten über die Jahre die Situation, dass die Nachfrage gestiegen ist. Also wir hatten eine steigende Nachfrage und gleichzeitig das Angebot, also die Hotelbetten, die Hotelzimmer, die haben sich auch relativ stark vergrößert. Also ein steigendes Angebot und eine steigende Nachfrage. Und jetzt mit Corona haben wir die Situation, dass zwar das Angebot noch sehr hoch ist, dass das Angebot gestiegen ist, aber die Nachfrage im Vergleich dazu eingebrochen ist. Das heißt, wir haben sehr viele Hotelbetten, die frei sind, die nicht besetzt werden können. Und aus unserer Sicht, wir haben da einige Maßnahmen genannt, ist es falsch, jetzt die öffentliche Rate zu senken. Wir haben Studien gelesen aus der Finanzkrise von 2008, 2009, nach dem Konkurs von Lehman Brothers, die aufgezeigt haben, was das für Auswirkungen hat, wenn Hotelpreise aufgrund einer Krise gesenkt werden. Und die haben aufgezeigt, dass es mindestens 3 bis 4 Jahre dauert, bis sich der ganze Markt von den sinkenden Preisen erholt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr die Preise senkt, ist das das eine. Ihr könnt dann relativ schnell die Preise wieder anheben auf ein bestimmtes Niveau, wie es vor der Krise war. Aber ihr müsst euch bewusst werden, dass wenn ihr die Preise senkt, das auch einen Einfluss hat auf die Mitbewerber. Denn wenn ihr tiefere Preise anbietet und die Nachfrage auch tief ist, dann werden wahrscheinlich die Mitbewerber die Preise auch senken. Und das führt zu einer negativen Preisspirale. Und bis sich da der Gesamtmarkt preislich erholt hat, dauert es mindestens 3 bis 4 Jahre. Das hat uns das Beispiel vor 10 Jahren gezeigt. Also was auch immer ihr macht, senkt die öffentliche Rate nicht. Wenn wir von öffentlicher Rate sprechen, dann meinen wir die Rate, die die Gäste online sehen, die Gäste auf Booking.com, auf Expedia, auf den OTAs sehen oder auch direkt auf der Webseite des Hotels. Punkt 2. Jetzt haben wir die Situation, die Nachfrage, die ist eingebrochen, das Angebot ist weiterhin sehr groß. Deshalb empfehlen wir, mit versteckten Raten zu arbeiten. Versucht, Packages zu schnüren, versucht, Specials zu machen, damit ihr mittels versteckten Raten die wenigen Gäste, die jetzt kommen werden oder die im Moment auf der Suche sind nach einer Übernachtungsmöglichkeit, dass ihr die ansprechen könnt. Und hier empfehlen wir sogleich auch in Bezug auf das Thema Direktbuchungen,
diese Specials, diese Packages direkt anzubieten, damit wir, wenn der Revenue, der Umsatz bereits sinkt, auch die Kommissionskosten senken können. Punkt 3. Versucht, kreative Angebote zu schnüren. Momentan kann ja niemand in einem Restaurant essen gehen. Weshalb kann man da als Hotel, denn Hotels ist es ja gestattet, Verpflegungsleistungen seinen Gästen zur Verfügung zu stellen. Weshalb kann man da als Hotel nicht ein Abendessen kombiniert mit einer Übernachtung anbieten, um vielleicht neue Gäste anzusprechen, die nicht per se eine Hotelübernachtung suchen, sondern vielleicht nach einem anderen Angebot suchen, welches wir mit unseren Hotelzimmern oder in Kombination mit den Hotelzimmern anbieten können. Ein weiteres Beispiel: Viele Angestellte sind heute im Homeoffice, arbeiten nicht in den Großraumbüros, wo die Gefahr einer Ansteckung sehr hoch ist, sondern von zu Hause aus. Sehr wahrscheinlich, wenn die Angestellten Kinder haben, sind auch die Kinder zu Hause, da die Schulen noch geschlossen sind. Und da ist das Bedürfnis groß nach einem Arbeitsplatz, welcher Ruhe bietet, welcher isoliert ist, und da sind Hotelzimmer prädestiniert. Also versucht vielleicht die Hotelzimmer als Tageszimmer, als Homeoffice-Zimmer anzubieten, um so wieder neue Gäste anzulocken, die nicht in erster Linie ein Hotelzimmer suchen. Punkt 4, durchgängige Verfügbarkeit. Jene, die bereits mit SAS oder mit mir gearbeitet haben, kennen wahrscheinlich diesen Slide. Stellt euch vor, ihr habt ein Hotel mit 4 Zimmerkategorien: Einzelzimmer, Doppelzimmer, Doppelzimmer Superior und Doppelzimmer Executive. Und die Einzelzimmer, ihr seht es hier in der Matrix, die sind am Montag, Dienstag und Mittwoch in diesem Beispiel jetzt ausgebucht. Das Doppelzimmer ist am Dienstag ausgebucht, das Doppelzimmer Superior am Samstag. Und was geschieht jetzt, wenn ein Gast 7 Nächte, also von Sonntag bis Sonntag, eine Übernachtungsmöglichkeit sucht? Nun, der Gast, der sucht, wenn er online sucht, dem wird 7-mal die Übernachtung des Doppelzimmer Executive angezeigt. Das zum Doppelzimmer Executive-Preis, der relativ hoch ist. Obwohl am Sonntag, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag das günstige Einzelzimmer zur Verfügung stünde. Was jetzt unsere Empfehlung ist, seht ihr hier, es geht darum, die durchgängige Verfügbarkeit der günstigsten Zimmerkategorie, in diesem Beispiel dem Einzelzimmer, zu gewährleisten. Das heißt, versucht mittels Upgrades die Einzelzimmerkategorie frei zu bekommen, damit ein Gast, der 7 Nächte sucht, auch 7 Nächte den Einzelzimmerpreis präsentiert bekommt und nicht 7 Nächte den teuren Doppelzimmerpreis, der im Vergleich zur Konkurrenz relativ teuer erscheint. Jetzt, wenn ihr das macht, sieht es relativ schnell wieder so aus, dass das Einzelzimmer gebucht wird und dann wieder ausgebucht ist. Deshalb als zweiten Schritt empfehlen wir, mittels Mindestaufenthalt die günstigsten Zimmerkategorien in der nachfragestarken Zeit zu schützen. Dass der Gast, der eine Nacht bucht, an dem stark gefragten Dienstag vielleicht das Doppelzimmer oder das Doppelzimmer Superior buchen muss, und ein Gast, der 3-4 Nächte bucht, das Einzelzimmer buchen kann. Jetzt kommen wir weiter zu Punkt 2, zum Thema Restriktionen. Als erstes empfehlen wir, die Stornierungsbedingungen anzupassen. Die Zeit für diesen Sommer
ist sehr ungewiss. Zum einen für die Anbieter, für die Hotels, Restaurants, aber zum anderen auch für die Gäste selber. Wo kann ich meinen Urlaub verbringen? Und kann ich überhaupt meinen Urlaub irgendwo verbringen, in einem Hotel übernachten etc.? Deshalb ist es jetzt für den Sommer ungemein wichtig, die Stornierungsbedingungen zu liberalisieren. Bieten Sie dem Gast relativ liberale Stornierungsbedingungen an. Das heißt, alles, was restriktiver ist als bis 3 Tage vor Anreise kostenlos stornieren, würde ich persönlich ersetzen mit einer relativ liberalen Stornierungsbedingung. Versucht dem Gast Flexibilität anzubieten, denn die Flexibilität ist für diesen Sommer, vielleicht dann auch für den Winter, der kommt, von enormer Bedeutung. Als zweiten Punkt empfehlen wir die nicht stornierbare Rate, also die Strategie bezüglich der nicht stornierbaren Rate, zu überdenken. Viele Hotels haben die nicht stornierbare Rate als günstigste Rate im Angebot, als sogenanntes Lockvogelangebot. Damit sich der Gast anhand von dieser Rate mit der Konkurrenz der anderen Hotels, also die Hotels gegenüberstellen kann. Jetzt ist es aber so, dass gewisse OTAs die non-refundable, also die nicht stornierbare Rate, bereits ausgesetzt haben und dass für den Gast, der bucht, die nicht stornierbare Rate momentan keine Option ist. Deshalb würden wir empfehlen, kurzfristig die nicht stornierbare Rate vielleicht sogar zu deaktivieren oder aber zumindest, wenn ihr einen Konkurrenzvergleich macht mit den Mitbewerben, mit den anderen Betrieben, dass ihr nicht mehr die nicht stornierbare Rate als Basis nehmt, sondern die Standardrate, die bis 3, 2 oder 1 Tag im Voraus stornierbar ist. Punkt 3, Mindestaufenthalte. Versucht, wo immer möglich, die Mindestaufenthalte zu reduzieren oder komplett rauszunehmen. Wir haben gesehen, dass die Nachfrage enorm abgenommen hat und Mindestaufenthalte reduzieren euch die Visibilität. Also versucht, die Mindestaufenthalte rauszunehmen, damit ihr eine größtmögliche Visibilität erhaltet und möglichst vielen Gästen angezeigt werdet, wenn die Gäste nach Hotelübernachtungen suchen. In die gleiche Richtung geht es mit den An- und Abreisestopps. Wer jetzt noch mit An- und Abreisestopps arbeitet, dem empfehle ich, diese vorübergehend rauszunehmen. Nehmt die Restriktion raus, soweit das möglich ist, damit ihr an Visibilität gewinnt, damit ihr für möglichst viele Hotelgäste sichtbar werdet. Jetzt kommen wir zum dritten Thema, zu den Märkten. Kurzfristig empfehlen wir, dass ihr versucht, nicht mehr in Nationen zu denken, sondern in Regionen. Die Grenzen für den Tourismus sind weitestgehend geschlossen. Das heißt, es werden wahrscheinlich nicht groß internationale Gäste im Sommer die Schweiz besuchen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr in Regionen oder sogar in Kantonen beginnt zu denken. Überlegt euch, da kommen wir schon zu Punkt 2, überlegt euch, welche Kantone wann Schulferien haben und was das für einen Einfluss hat auf mich als Anbieter, als Hotel. Sei es das Stadthotel, welches bisher eher den Businessgast angesprochen hat, oder das Leisure-Hotel, welches gezielt auf Feriengäste anspricht. Wenn wir beim Leisure-Hotel bleiben, wenn ich ein Leisure-Hotel hätte, würde ich heraussuchen, wann welche Kantone oder welche Gemeinden Ferien haben und mir dann einen Plan aufstellen, wie ich gezielt die Personen in den jeweiligen Kantonen ansprechen kann,
mit Angeboten, um so eine gewisse Auslastung über die verschiedenen Ferienperioden zu generieren. Und als Hilfestellung dazu haben wir den Holiday Score, den wir jedes Jahr erstellen. Das ist das Dokument, das ihr vor euch sehen könnt. Da geht es darum, dass wir versuchen, pro Kanton aufzuzeigen, in welcher Kalenderwoche die Ferien sind. Ihr seht auf der linken Seite eine Auflistung der Kantone von Zürich, dem bevölkerungsreichsten Kanton in der Schweiz, bis Appenzell Innerrhoden, dem bevölkerungsärmsten Kanton in der Schweiz. Und hier in der horizontalen die verschiedenen Kalenderwochen. Von Kalenderwoche 1 bis Kalenderwoche 53, welche wir in diesem Jahr haben. Und dann in der Matrix selber seht ihr, wie viel Prozent der jeweiligen Gemeinden in der jeweiligen Kalenderwoche Ferien haben. Sprich, je roter der Hintergrund in der Matrix des einzelnen Feldes, umso mehr Prozent der Gemeinden vom jeweiligen Kanton haben da Ferien. Wir sind daran, diesen Score zu erstellen für 2021. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dieses Dokument selbstverständlich beziehen. Wendet euch da am besten direkt an Hotellerie Suisse und fragt da nach dem Holiday Score, dann werden wir diesen zur Verfügung stellen. Jetzt kommen wir zurück zum Thema Märkte. Ich habe euch da noch Punkt 3 vorbereitet. Punkt 3, da geht es darum, wir empfehlen, wenn ihr internationale Gäste habt oder hattet, besser gesagt, dass ihr mit einem Dashboard arbeitet, dass ihr ein Dashboard erstellt, welches eine Übersicht darstellt über die Reisebeschränkungen eurer wichtigsten Zielmärkte, wo ihr seht, wann zum Beispiel Deutschland die Reisebeschränkung aufhebt, wann China ihre Reisebeschränkungen aufheben, etc. Dass ihr wisst, ab wann ihr welche Gäste wieder erwarten könnt und ab wann ihr welche Gäste ansprechen müsst. Punkt 4. Versucht, die Krise als Möglichkeit zu nutzen, um neue Gäste anzusprechen. Wenn ihr beispielsweise über die Sommermonate zu 80% auf asiatischen Gästen gewesen seid oder angewiesen wart, die werden euch wegbrechen diesen Sommer. Deshalb seid ihr gezwungen, zu versuchen, neue Märkte zu erschließen. Überlegt euch, wer kann diesen Sommer überhaupt in die Schweiz reisen? Vielleicht werden die Grenzen zu Deutschland, Österreich, den Ländern, die jetzt nicht so stark betroffen sind von der Corona-Pandemie, skandinavische Länder, relativ zeitig wieder geöffnet. Und dann versucht gezielt, diese Märkte, die ihr vielleicht bisher nicht bearbeitet habt, diese fortan zu bearbeiten, um einfach jene Gäste anzusprechen, die jetzt in der Möglichkeit sind, überhaupt in die Schweiz zu reisen. Als letzten Punkt möchte ich mit euch noch die Distribution ansprechen. Da haben wir als Punkt 1 notiert, versucht, die direkte Gästekommunikation zu nutzen. Wenn ihr geschlossen seid jetzt während des Lockdowns, sprecht die Gäste an, wenn ihr wisst, wann ihr wieder öffnen könnt. Versucht ihnen Packages zu verkaufen, versucht ihnen spezielle Angebote zu kommunizieren, haltet sie auf dem Laufenden. Und dies vor allem auch darum, um dann am Schluss Direktbuchungen generieren zu können. Sprecht sie gezielt an, sagt, diese Angebote, die ihr jetzt unterbreitet für die Gäste, die gibt es direkt. Die gibt es nicht über ein OTA, die gibt es nicht über Expedia oder Booking.com. Punkt 2.
Überdenkt einmal die Loyalty-Programme auf den OTAs. Macht es weiterhin Sinn, dass ihr einen Genius-Discount habt? Macht es Sinn, dass ihr weiterhin Preferred Partner seid? Dass ihr bei Expedia die Member Rate aktiviert habt? Überdenkt das einmal. Versucht das in Frage zu stellen, versucht diese Krise vielleicht als Möglichkeit zu nutzen, auf das Thema Direktbuchung zu setzen. Punkt 3, überdenkt generell einmal eure Distributionskanäle. Schaut mal, wie stark welcher OTA performt hat. Gibt es vielleicht Kanäle, die ihr angeschlossen habt, die über die letzten 2 Jahre 1-2 Buchungen generiert haben? Oder gibt es Kanäle, von denen ich vom Mitbewerber gehört habe, dass der gut läuft, aber ich selber nicht angeschlossen habe? Überlegt euch, wo ihr eure Distribution optimieren könnt, wo ihr vielleicht Kanäle abschließen solltet, die einfach nicht performen. Punkt 4. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um vielleicht gewollte, aber noch nicht durchgeführte technologische Umstellungen zu machen. Wolltet ihr schon lange mal das PMS ersetzen? Braucht ihr seit langem einen neuen Channel Manager, eine neue Buchungsmaske? Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um solche technologischen Änderungen durchzuführen. Im Moment ist die Nachfrage sehr gering. Also nutzt die Zeit, wenn ihr irgendetwas ändern wollt an eurer Technologie, um das jetzt zu ändern. Und Punkt 5, ein wichtiger Punkt, versucht jetzt in der Krise euch Gedanken zu machen, inwiefern ihr eure Direktbucherstrategie schärfen könnt. Macht es Sinn, vielleicht sogar einen preislichen Abschlag zu den OTA-Preisen zu kommunizieren für Direktbucher? Oder gebe ich einen kostenlosen Parkplatz? Seid hier kreativ bei der Direktbucherstrategie und versucht, diese zu schärfen jetzt während der Krise, damit ihr mit der richtigen Strategie aus der Krise rauskommt und am Schluss Direktbuchungen steigen könnt und die Kommissionskosten, die Kommissionsrechnungen zu senken. Jetzt möchte ich noch 1-2 Minuten kurz rekapitulieren, was wir zusammen angeschaut haben in den letzten 25 Minuten. Wir haben über die Preisgestaltung gesprochen. Da haben wir gesagt, öffentliche Rate nicht senken, aber mit versteckten Raten arbeiten. Kreative Angebote schnüren, um vielleicht andere Zielgruppen anzusprechen, die nicht in erster Linie eine Hotelübernachtung suchen. Und Punkt 4, die durchgängige Verfügbarkeit. Wir haben über die Restriktionen gesprochen. Versucht da, die Stornierungsbedingungen anzupassen auf die Gegebenheiten. Die Strategie in Bezug auf die nicht stornierbare Rate zu hinterfragen, anzupassen. Mindestaufenthalte rauszunehmen und ohne An- und Abreisestopps zu arbeiten. Dann haben wir über die Märkte gesprochen, versucht da die Zielgruppen herunterzubrechen, nicht mehr in Nationen, sondern in Regionen oder Kantonen zu denken. Versucht Gäste gezielt anzusprechen, die in einer bestimmten Woche Urlaub oder frei haben. Erstellt euch ein Dashboard mit den Reisebeschränkungen für eure Zielmärkte und versucht, die Krise zu nutzen, um neue Märkte anzusprechen. Dann haben wir schließlich noch über die Distribution gesprochen. Da haben wir gesagt, kommuniziert direkt mit dem Gast, kommuniziert dem Gast Packages, Spezialangebote, Promotionen. Hinterfragt einmal die Loyalty-Programme der OTAs. Überdenkt die Distribution, stellt euch Fragen, wo kann ich sie ergänzen?
wo habe ich vielleicht OTAs oder Kanäle, die nicht performen, die abgeschlossen werden sollten. Punkt 4, führt die Technologieumstellungen durch, die ihr seit 2-3 Jahren geplant habt. Und Punkt 5, schärft eure Direktbucherstrategie. Versucht, Direktbuchervorteile hinzuzufügen und die dann sauber auf der Webseite zu kommunizieren, damit jeder Gast auch sieht, was die Direktbuchervorteile sind, wenn er auf die Webseite des Hotels kommt. Also, jetzt sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Jetzt kommen wir in den Teil, wo Fragen gestellt werden können. Ich sehe, ihr habt bereits 12 Fragen gestellt im Q&A. Sebastian, wenn ich kurz übernehmen kann, dir die Möglichkeit geben, die Fragen durchzulesen. Ganz herzlichen Dank. Die Tatsache, dass während der ganzen 30 Minuten über 150 Teilnehmer dabei waren und das nicht plötzlich abgesunken ist, zeigt, dass deine Ausführungen hochspannend waren. Vielleicht kurz, ich habe bei den Fragen gesehen, eine Präzisierung zum Thema Lockdown. Die Hotels dürfen geöffnet sein und sie dürfen auch reisende Gäste empfangen. Sie dürfen auch Mahlzeiten servieren, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen und das sowohl im Restaurant wie auch auf den Zimmern. Und diese Chance gilt es wahrzunehmen, natürlich immer unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben und Empfehlungen des BAG, wie zum Beispiel genügend Abstand in den Restaurants oder auch das Buffet nicht angeboten werden dürfen. Also es gibt kein Reiseverbot wie in anderen Ländern. Es gibt jedoch die Empfehlungen des BAG und des Bundesrates, möglichst zu Hause zu bleiben, genauso wie beim Arbeiten, möglichst Homeoffice zu machen. Aber es ist weder verboten, im Büro zu arbeiten, noch ist es verboten, in einem Hotel zu übernachten. Einfach, dass das klar ist, sicher ist damit mit Vorsicht umzugehen, vor allem wenn man Marketing machen will. Aber ihr dürft Gäste empfangen, auch touristische Übernachtungen sind möglich, nicht nur Leute, die zwingend aufgrund der Arbeit auswärts übernachten müssen. Das vielleicht kurz dazu als Präzisierung. Dann kam die Frage auf, die ich direkt beantworten kann, nämlich das Dashboard für Reisebeschränkungen. Das finde ich eine gute Idee, das werden wir aufgreifen. Wir werden hier gemeinsam mit der HOTREC, mit der Europäischen Hotel- und Restaurantvereinigung, schauen, dass wir diese Informationen zeitnah kriegen, vor allem von den europäischen Ländern, weil das wird unser potenzieller Markt sein in den nächsten Monaten und das euch dann zur Verfügung stellen können, so genauso wie den Holiday Planner von SHS. Und zum Schluss dann übergebe ich wieder an Sebastian. Es kam die Frage auf, wurde das Webinar aufgezeichnet? Ja, ich habe das ganz am Anfang gesagt, ihr könnt das dann auf Tipsy auf unserer Weiterbildungsplattform jederzeit nochmal anschauen oder euren Kollegen zur Verfügung stellen. Nun übergebe ich aber an Sebastian. Ich hoffe, du konntest die Fragen alle kurz durchschauen. Vielen Dank, Thomas. Ich habe einen ersten Überblick erhalten über die Fragen. Ich werde damit beginnen, mal eine Frage vorzulesen, da die Teilnehmer die Frage ja nicht sehen können. Eine Frage ist, wieso sollte ich einem Gast, der während Lockdown reist, ein Special anbieten? Man muss annehmen, dieser Gast muss unbedingt beruflich reisen. Jetzt ist es so, dass während dem Lockdown natürlich auch das Angebot stark reduziert wird. Auf Seiten, also als ganze Stadt zum Beispiel, wenn jemand in eine Stadt reist, oder auch auf Seiten des Anbieters, des Hotels, der sich vielleicht die Frage stellt, wo kann ich Kosten einsparen und trotzdem offen bleiben. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Angebot für den Gast schon reduzieren, dem Gast auch etwas entgegenkommen mit einem Discount, mit einem Special. Und der zweite Punkt ist, ich habe vorhin gesagt, versucht mit Specials, mit Angeboten zu arbeiten, aber bietet dies nur Direktbuchern an. Also es soll auch eine Methode sein, um gezielt Direktbuchungen zu generieren.
und nicht OTA-Buchungen zu haben während der Krise, wenn der Revenue schon relativ tief ist. Dann haben wir eine zweite Frage. Mindestaufenthalte rausnehmen oder reduzieren steht im Widerspruch zur Preisgestaltung für günstigste Zimmerkategorien mit Mindestaufenthalten. Natürlich habe ich gesagt, versucht, die Mindestaufenthalte so weit möglich rauszunehmen. Aber wenn es um die durchgängige Verfügbarkeit geht, habe ich gesagt, versucht, vielleicht auf die günstigste Zimmerkategorie den Mindestaufenthalt zu beschränken, damit ein Gast, der nur eine Nacht sucht, vielleicht die zweitgünstigste Zimmerkategorie wählen muss und ein Gast, der 7 Nächte sucht, die günstigste Zimmerkategorie erhält. Dies immer unter der Voraussetzung, dass die günstigste Zimmerkategorie so stark nachgefragt ist, dass sie immer wieder ausgebucht ist. Solange ihr nicht eine so starke Nachfrage habt, dass diese günstigste Zimmerkategorie jeweils ausgebucht sein wird, würde ich von Mindestaufenthalten komplett abraten. Dann haben wir die Frage, ob Schweiz Tourismus nicht ein Dashboard bereits erstellt hat. Die kann ich momentan nicht beantworten. Ich würde vorschlagen, wir machen uns da schlau, schauen mal, ob Schweiz Tourismus ein Dashboard erstellt hat und geben dann die Informationen allen Teilnehmern weiter. Dann ist die Frage, Packages sind auch vor dem Corona nicht gut angekommen. Weshalb würden die Gäste nun diese buchen wollen? Ich denke, die Zeit vor Corona kann nicht verglichen werden mit der Zeit jetzt, während oder nach Corona. Ein Vergleich sind die Stornierungsbedingungen. Diese waren bis vor Corona nicht so ausschlaggebend für den Gast wie jetzt während oder nach Corona. Und ich glaube, genau das Gleiche könnte auch mit den Packages geschehen. Dass wenn wir den Gästen ein Angebot erstellen, das auf ihn zugeschnitten ist, das seine Bedenken, seine Ängste nimmt, dass wir da gut mit Packages arbeiten können. Und als Punkt 2, es hilft auch, um Direktbuchung zu fördern, da die Packages nicht über die OTAs angeboten werden. Dann haben wir die Frage, wer finanziert die technologischen Optimierungen? Es fehlt vielen Hotels an Liquidität, auch wenn dieser Typ durchaus Sinn macht. Natürlich braucht man das Geld, um eine technologische Optimierung anzustreben. Und im Idealfall hat ein Hotel bereits vor der Krise Geld erwirtschaftet, auf die Seite gelegt, für solche Optimierungen. Wenn dies nicht der Fall ist und es komplett an Liquidität fehlt, dann würde ich vorschlagen, dass man sich mal mit seiner Bank auseinandersetzt, dort fragt, wie die finanziellen Mittel, ob finanzielle Mittel für solche technologischen Optimierungen zur Verfügung gestellt werden, da eine solche technologische Optimierung ja nachhaltig positiv sich auf das Geschäftsergebnis auswirkt. Und dann denke ich, kann es sein, dass der Betrieb gute Chancen hat, dass eine Bank oder ein Kreditgeber das Hotel in dem Bereich unterstützt. Es sind einige neue Fragen reingekommen. Wäre es möglich, dass wenn ihr die Promotion in der Schweiz lanciert, dass ihr dies direkt mit einem Goodie
oder sonst Special verknüpft für die Direktbucher. Dies könnte ja auch die Zukunft sein. Also es geht wirklich darum, sich mal zu fragen, was kann ich als Hotel anbieten, damit Direktbucher profitieren. Sei es ein Goodie, sei es ein preislicher Nachlass, sei es liberalere Stornierungsbedingungen. Also wenn ich ein Hotel coache, dann schaue ich mal, was überhaupt möglich ist. Was sind Inklusivleistungen des Hotels, welches man explizit als Direktbuchervorteile kommunizieren und anbieten kann. Und dann aus diesem Katalog picke ich die heraus, die am besten passen. Dann haben wir die Frage, was ist mit An- und Abreisestopps gemeint? Da geht es darum, dass man als Hotel zum Beispiel an einem stark gefragten Samstag einen Anreisestopp einrichten kann. Das heißt, Gäste, die online suchen und am Samstag anreisen möchten, können das Hotel online nicht buchen. Dann haben wir die Frage, hat es einen Sinn, anstatt die Non-Ref-Rate eine neue Rate einzustellen mit den gleichen Non-Ref-Konditionen, aber mit anderen Stornierungsbedingungen, zum Beispiel 6 Tage vor Anreise kostenlos stornierbar? Im Moment, jetzt für diesen Sommer, würde ich das nicht machen, weil es sonst zu unübersichtlich wird für den Gast. Wenn er verschiedene Raten hat, die sich nur leicht unterscheiden in den Stornierungsbedingungen, könnte es sein, dass dies zu Verwirrung führt und der Gast dann ein anderes Hotel sucht. Macht es Sinn, am Anfang das Restaurant stärker zu promoten, da Gäste eventuell einen größeren Wunsch auf F&B-Leistungen haben als auf Logis? Viele warten nur darauf, wieder essen zu gehen. Oder sollte man verstärkt auch Restaurant-Packages machen mit Übernachtungen? Also kurzfristig würde ich absolut empfehlen, das Restaurant in den Vordergrund zu stellen. Weil, wie der Teilnehmer sagt, der Wunsch auf F&B-Leistungen im Moment höher ist als auf Logement-Leistungen. Deshalb versucht kurzfristig F&B-Leistungen zu verkaufen in Kombination mit den Logement-Leistungen. Dann haben wir die Frage zu MICE-Seminar. Was sollte man tun im Bereich MICE-Seminar? Hier auch vergünstigt einsteigen oder Specials anbieten? Gerade im Bereich Kaderseminare, also kleine, hochwertige Seminare. Also momentan sind ja nur kleine Seminare möglich. Da würde ich für Kunden, die also für Stammkunden, die bereits Seminare gebucht haben, auf alle Fälle ein wenig entgegenkommen preislich. Aber da auch hier die Nachfrage relativ stark eingebrochen ist, ist es schwierig, über den Preis zu gehen, da sonst die Konkurrenz auch mitzieht und wiederum so eine negative Preisspirale entsteht. Deshalb öffentlich würde ich keine Rabatte auf Seminare und MICE anbieten, wohingegen den Stammkunden vielleicht als Dankeschön, als Zuckerli ein kleiner Discount gewährt werden kann. Dann haben wir die zweitletzte Frage. Wie kann ich mit Direktbuchungsangeboten sichtbar sein, wenn ich keine wiederkehrenden Gäste ansprechen möchte?
und somit nicht via Newsletter oder so arbeiten kann. Also Direktbuchungsangebote sollten prominent auf der Webseite kommuniziert werden. Und dies genau auf der Seite, auf der der Gast in die Webseite einsteigt, also der Startseite. Dort sollte im Optimalfall aufgezeigt werden, welches die Direktbuchervorteile sind. Vielleicht kann ich kurz eine Frage beantworten, und zwar wegen den Seminaren. Es kam die Frage auf, ob Kleinseminare überhaupt erlaubt sind. Nein, wir haben andere Informationen. Es dürfen keine Seminare durchgeführt werden mit externen Teilnehmern, auch wenn sie im Hotel übernachten, sondern nur interne Sitzungen, also von Mitarbeitern des Hotels und auch dort maximal 5 Personen in einem Raum. Also das ist ein Wissensstand, den ich von gestern vom Rechtsdienst habe. Also bitte wartet noch mit Anbieten von Kleinseminaren für externe Gäste, bis wir entsprechende Informationen herausgeben. Vielen Dank für diese Präzisierung, Thomas. Wir haben noch eine Frage. Bin ich nicht gezwungen, meine öffentlichen Raten zu senken, wenn der Compset 30 Franken billiger ist? Das ist eine schwierige Frage zum Beantworten. Natürlich aus kurzfristig betriebswirtschaftlicher Sicht ist man unbedingt gezwungen, auch mitzuziehen mit dem Preis. Aber wir raten trotzdem davon ab. Wenn man versucht, das Ganze mittel- oder langfristig zu sehen, wenn ihr jetzt mitzieht, die Preise senkt, dann werden vielleicht die Mitbewerber als Reaktion darauf die Preise nochmal senken. Und bis sich der Markt erholt hat, geht es, wie gesagt, 3 bis 4 Jahre. Und dann werdet ihr 3 bis 4 Jahre dafür bezahlen, dass ihr jetzt kurzfristig die Rate gesenkt habt. Ich denke, es ist optimaler, wenn man sich mal an einen Tisch setzt mit den Mitbewerbern und ihnen die Situation auch so aufzeigt, wie ich jetzt versucht habe, die Situation aufzuzeigen. Gut. Ist jetzt noch gerade eine Frage reingekommen? Nein. Nein. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Sebastian. Es ist beeindruckend. Wir hatten über 155 Teilnehmende und ich hoffe, ihr habt einige Tipps und Anregungen für eure Preisgestaltung mitnehmen können. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an Sebastian für diese interessanten und gut verständlichen Ausführungen. Dein letzter Tipp im Bereich der Distribution, nämlich die Direktbuchungskanäle stärken und den Direktbuchungskanal stärken, war eigentlich direkt ein Steilpass für das Webinar von nächster Woche. Da wird Fabian Messer von der Firma Positioner die Webinarreihe für Direktbuchungen vorführen und speziell auf die Webseite als primärer Sales-Kanal eingehen und hier wichtige Tipps geben, damit die Gäste vermehrt auf der eigenen Webseite buchen. Zum Schluss bitte beantworten Sie auch noch die kurze Umfrage. Diese dient uns, unsere Webinare kontinuierlich zu verbessern. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Tag und viel Erfolg bei der Umsetzung einer erfolgreichen Revenue-Strategie. Herzlichen Dank euch allen für die Teilnahme und nochmals an Sebastian. Ganz schönen Tag.